Sie so beruflich machen? Das ist geheim. Also ich achte darauf, dass halt Leute wie wir halt Internet haben. Okay, achtet darauf, dass wir Leute wie wir Spaß am Spiel haben. Reiseroute bestätigt. Zoom, zoom. Ja? Ja, der Empfang ist klar und deutlich. Ich bin froh, dass ihr es geschafft habt. Gute Arbeit. Wurde die Basis informiert? Wie ist die Stimmung dort? Meine Herren, der Commander möchte wissen, wie wir uns nach dem Sieg über die Thals fühlen. Wunderbar, das ist ein Geräusch, das ich schon lange nicht mehr gehört habe. Und ich habe gehört, dass eine unserer Patrouillen Thals gesichtet hat, die geflüchtet sind, anstatt zu kämpfen. Das Kriegsblatt wendet sich zu unseren Gunsten. Ja, die Thals sind aber nur Tiere. Das sind ja keine Republikaner. Das sind auch keine Tiere. Ohne das Überraschungsmoment zeigen die Thals ihr wahres Gesicht. Lassen wir sie ruhig in ihrer Angst schmoren, während sie versuchen, ihre Toten zu identifizieren. Wir haben einen Plan erarbeitet, um die Thals in Position für einen tödlichen Angriff zu bringen. Ihre Vorräte, Waffen, medizinische Ausrüstung und die hochkalorische Nahrung, die sie benötigen, es ist alles zentral an einem Ort gelagert. Sie mögen ja an die Kälte angepasst sein, aber ohne ihre Vorräte halten sie keine Woche lang durch. Also werden wir ihr Depot zerstören. Dann können sie nur zurück in ihre Heimat gehen oder verhungern. Das... Oder eine weitere Möglichkeit, die wir für wahrscheinlich halten. An ihrer Stelle würde ich diese Basis überfallen, wenn ich plötzlich ohne Nahrung wäre. Wir werden also unsere Verteidigung hier verstärken und die Falle dann zuschnappen lassen. Leider könnte es sich als schwierig erweisen, an ihre Vorräte zu kommen. Sie sind in einer Reihe von Eishöhlen verstaut, in denen es vom Wampas nur so wimmelt. Je herausfordernder, desto besser. Wenn das der Fall ist, schlage ich eine Alternative vor. Es mangelt uns hier erheblich an Vorräten. Wenn ihr alles mitbringt, was ihr findet, könnte das einen bedeutenden Unterschied machen. Aber wir benötigen mindestens 100 Kilo an Nahrung. Wie sollte jemand das tragen und gleichzeitig kämpfen? Mitnehmen oder zurücklassen? Mitnehmen. Ihr werdet überrascht, wie viel ich tragen kann. Ich befürchte, dass es selbst mit euren Gefährten hier schwierig werden wird. Aber das ist eure Entscheidung. Nehmt ihnen alles, was ihnen Unterstützung und Behaglichkeit bietet. Sie sollen angekrochen kommen. Lasst sie wissen, wer die Herren dieser erbärmlichen Welt sind. Ich habe jetzt nochmal einen XP-Schub genommen. Jetzt müssen wir wieder da rein. Okay.
Moment, kurz Tür. Dumme Lauf. Das sind jetzt also die legendären Fähigkeiten. Ja, wieder Tor. Muss ich ja gar nicht. Brot war gerade gekommen. Denn was? Abendbrot war gerade gekommen. Das hab ich mir schon gedacht. Dass ein Döner-Kebab wieder kam. Ja, nur die Pommes schmecken irgendwie ziemlich fischig. Ich glaub, da ja, das ist Pommes beim Döner. Sauber machen. So.
sollen wir überhaupt hier machen? Was ist das überhaupt für eine bescheuerte Mission, die wir hier eingegangen sind? Als Vorräte. Achso, die Heldenquest. Planetenquest. Yep. Natürlich sind da Tiere. Komm, stößen sich grunzend in einen Kampf und schlagen mit ihren Pranken zu. Das ist ein Nachbar. Das sind jetzt Tals. Keine Herausforderung für mich. Das ist zu einfach. Volltreffer! Jemand muss hier mal sauber machen. Wo sind jetzt die ganzen Vorräte? Keine Herausforderung für mich. Hier ist auf jeden Fall was. Da ist Munition. Mal hier oben gucken, das ist bestimmt auch noch was Lustiges. Das ist zu einfach. Keine Herausforderung für mich. Toller Waffenmeister. Medizinvorräte und hier liegt noch was. Nahrungskiste. Das war's. Ja. Ja, da können wir Schnellreise hinmachen, ne? Wofür hat man denn sonst dieses Ding? Zum die Ecke stellen, damit sie verstaubt. Was hat der denn hier? Oh, Granny Tampio da Pushi Wumpa. Eure Güter, Captain Yudras, an einem Stück, genau wie ich. Ja, mein Sith Lord. Ihr werdet erfreut sein, dass wir unseren Teil des Plans ebenfalls erfüllt haben. Der Stützpunkt ist auf den Krieg vorbereitet. Wir haben Sicherheitsfelder, Sensoren, Antipersonenwaffen. Wir löschen jeden Teils aus, der es wagt, sich zu nähern. Commander! Commander, es gibt Berichte über einen Angriff der Teils. Ausgezeichnet. Auf welchen Flügel ist er gerichtet? Auf keinen Flügel, Sir. Sie sind an der Energiestation. Sie überrennen die Wachen. Sie haben Bomben bei sich. Diese Teils haben keine Angst. Selbst wenn ihre Armee in den letzten Zügen liegt, wollen sie uns noch mit ins Verderben reißen. Wenn sie die Energiestation ausschalten, haben wir keine Wärmeversorgung. Dann müssen wir evakuieren, oder wir werden die Nacht nicht überstehen.
Jede verfügbare Kanone wird benötigt, um die Station zu retten. Wir können nicht alle schicken. Was ist, wenn Sie das erwarten und uns hier überraschen? Ich fordere Verstärkung von der Adamas Orbitalstation an. Sie sollten innerhalb einer Stunde landen können. Begebt euch zur Energiestation. Schnell! Ja, okay. Guck mal, jetzt will er was von uns vorne. Ni at am bumpa poshuda mokili moklanki. Ni at am bumpa poshuda mokili moklanki. Buka kampak nijit. Tonka Yiliska Chanaga. Wieso ist hier dann überhaupt noch jemand? Se gota do muti ki hasa da puño. Lies di woto. Chikospa ini gudad iji Liska Chanaga wa. Kabano tase makipuna. Mali tuta odmishka. Wir haben eine Abmachung. Bok bagthra wanawaga mi bunawa due dwipe. Buka kampak nijit tonka yiliska chanaga. Was sollen wir jetzt machen? Ich verstehe mir diese Sprachen nicht und lesen ist mir heute ein bisschen zu anstrengend mit den Kopfschmerzen. Power Converter holen. Gut, wir gehen aber jetzt erstmal zu Drillix Ausgrabungsstätten. Das ist hier noch in der Nähe, da will ich hin. Das ist meine Mission. Mir nach! Seite hat gewonnen. Ah. Rum. Kommen die darauf? Genau, noch hier. War es nicht böse genug? Na. So, ich glaube, das ist hier. Hier unten muss es irgendwo sein. Ach komm, das überlebe ich schon. So. Heute aber wirklich mal gerne noch mal so ein Flashpoint machen. Boah, dieser Fischgeschmack ist ja ekelhaft. Pommes können wir gerne machen. Pommes mit Fisch oder was? Ja, die Pommes schmecken ja so richtig nach Fisch. Quatsch, oh. Echt jetzt? Ja. Riecht sogar nach Fisch. Oh. Aber es sollte kein Fisch drin sein, setze ich jetzt mal voraus, ja? Nein, ich esse keinen Fisch. Ich hasse Fisch. Die Fische hassen dich auch. Ich weiß. Beruht auf Gegensätze. Guck mal, hier ist er ja. Der Verrückte. Wir sind nah dran, Jungs. Wir finden diesen Tempel. Ich kann es spüren. Rogers, keine Abkürzungen. Denkt an das Salz. Salz ist nicht die beste Lösung. Aber es ist das Einzige, was hier draußen nicht einfriert. Und wir müssen diesem Glatteis beikommen. Ich suche Lieutenant Talis Drellick vom Imperialen Bergungsdienst. Es ist mir eine Ehre, mein Sith Lord. Ich habe gehört, dass ihr eigenhändig Artefakte des großen Tulak Hort ausgegraben habt. Ich bin eher von der Naga-Sado-Front,
aber ich würde zu gerne einmal Erfahrungen mit euch austauschen. Was führt euch nach Hoth? Und wie kann ich euch dienen? Eigentlich jage ich gerade einen Geist. In einem abgestürzten Schiff. Ein Schiff. Das ist normalerweise nicht unser Gebiet, aber lasst hören. Vielleicht können wir helfen. Das wäre neu für den Bergungsdienst. Aber Artefakte und ein Geist. Ich habe gehört, dass die Toten unten in den Gräbern reden, aber einen zu sehen. Ich frage mich, ob es möglich wäre, ein Holobild zu machen. Der ist mir sympathisch. Das würde wahrscheinlich auf die Lichtverhältnisse ankommen. Ja. Dunkler wäre besser. Ingenieur Zorrel, haben wir irgendwelche Suchdroiden, die nicht festgefroren sind? Shalora arbeitet so gut wie immer. Selbst unter diesen Umständen. Sie sieht vielleicht nicht besonders aus, aber sie hat Herz. Ich gehe davon aus, dass der Captain vor dem Absturz einen Notfallsender abgeworfen hat. Damit müssten wir das Schiff eigentlich finden können. Keine schlechte Idee. Seid vorsichtig, mein Lord. Die Kälte ist hier draußen der Meister. Meine Männer und ich werden an einer anderen Stelle ein Lager errichten, um die Kommunikationslage zu verbessern. Gebt einfach Bescheid, wenn ihr irgendetwas findet. Okay. Ist hier sonst noch irgendwas Cooles? Nö, ne? Wirklich nur der Typ zum Quatschen.